Sonst haben wir hier eigentlich nichts, oder? So, wie weit ist er? Hier. Sauber. Cool stuff. Ja, aber komm bitte. Let me get this straight. Not only are we working with rats now, but we're also going to help out a pig. Damn, pal. I never thought our animal friendship would extend beyond pigeons. Guess I was wrong. What animal will we do next? Maybe something normal for a change. Like a cat or a dog. Or a chili dog. Or a corn dog. Or even a good old regular hot dog. Sorry. I just wish I could taste food again. I'm ready to work with a police officer as long as it brings me closer to recovering my body. Just be sure not to mention this to any other creeps. Whatever respect we have will disappear immediately. Ja, okay. Ja, wir arbeiten dann halt mal gleich mit der Polizei zusammen. Kein Problem. So, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir das hier irgendwie alles mal verbauen. So. Ah ja, wir brauchen ja für die Metalldinger hier Aluminium, Kupfer. Und hier nur Nägel für hölzerne Dinger. Oder kommen wir, wir recyceln das hier. Genau. So. Dann nutzen wir das vielleicht für ein andermal. Wir haben aber sehr viel. Was ist das? Keine Ahnung, wo wir das her haben. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Haben wir noch irgendwas zum Recyceln hier? So, hier haben wir Pappe, Pappe. Die Samen brauchen wir allesamt nicht. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Dann das auch noch weg. Die brauchen wir aktuell gar nicht, weil wir noch nichts einpflanzen. Hier haben wir Keramik. Hier haben wir nochmal Samen. Die despawnen hier nach einer Weile. Was ich damit machen kann, keine Ahnung. Dann sortieren wir hier das mal alles ein bisschen um. Hier Pappe. Holz. So. Ah, und hier diesen fertig. Ja, dann suchen wir mal noch ein bisschen was anderes zum... Ja... zum Looten, beziehungsweise können auch mal mit der Quest ein bisschen weitermachen. Hier haben wir noch keine neuen Talentpunkte. Die Frage, oh, wir haben auch wieder Hunger und Durst. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Müll durchsuchen. Bugüberfall bevorstehend. Bugs drohen, deine Basis zu überfallen, wenn du das Schutzgeld nicht bezahlst. Was willst du dagegen tun? Ja, komm, wir machen das. Ich habe jetzt keine Lust, dahin zu gehen. Können wir ein andermal wieder hin. So, wir haben hier aber auch noch jede Menge was zu tun. Komm, wir können auch mal die T-Mission machen da hinten. So, was haben wir hier? Holz. Karl? Da. Und nochmal Holz. Und noch mehr Holz. Ja, brauchen wir. Wir müssen ja unsere Basis ausbauen. Nee. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ah, wir brauchen wieder unsere Shuriken-Kraft. So. Keramik, nice. Kalt hier.
Und nochmal Keramik. Okay, mehr haben wir hier nicht. Und Holz. Cool stuff. Hier haben wir nichts. Hier müssen wir weiter haben. Schrott, nice. Haben wir aber mehr als genug, aber egal, nehmen wir mit. So, wie sieht's hier aus? Damit. Und nochmal Schrott. So, hier, das haben wir noch nicht gelootet. Holz. Oh, nice. Ja, können wir auch recyceln nachher. Wir haben noch nichts zu essen gefunden. Wir brauchen jetzt was zu essen. So, da haben... Ah, eine Feder. Dann haben wir jetzt 6 von 50. Nice. Karlchen? Karl, was machst du hier da oben? Komm mal runter. So. Und nochmal Holz. Okay, komplett abgesucht. Und davon haben wir noch mehr Müll. Keramik, nice. Da. Yeah, I can hold on to that for you. Jo, danke schön. Was können wir damit machen? Müll. Dann weg damit. So, gibt es hier noch mehr, was wir durchwühlen können? Irgendwo. So, den Lieferwagen. Können wir den looten? Können wir den klauen? Schade, leider nicht. Ah, hier sind wir wieder. War hier nicht eine... Ach, da war die IT-Quest. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, komm hoch. So, jetzt geht's. Was können wir eigentlich bei dem Clown holen? Der hat hier auch einen riesen Müllberg. Obwohl, es ist wichtiger, dass wir jetzt erst einmal was zu essen holen. Wir müssen andere Müllberge durchsuchen. Richtige Mülltonnen. Ich finde es super, dass der hier umgefahren wurde. Karl, ich habe hier was. Da ist mein Müll. Do we really need it? Ja, brauchen wir, Karl. Das ist wichtig. Naja, wir gehen hier noch nicht hoch. Wir sind gleich am Verdursten. Hier haben wir Müll. Nice. Karl? Karl? Da ist er. Hier. Nice. So, dann... müssen wir da wieder zurück. Autsch! So, die T-Mission ist da hinten irgendwo. So. Ach, Trixie! Was hat die für uns für eine Aufgabe? Du brauchst die Tornado-Fähigkeit, um diese Aufgabe zu beginnen. Ah, okay.
Und die habe ich noch nicht. Okay, dann schauen wir mal, wo wir... Vielleicht können wir zur E wieder hingehen. Können wir von hier dahin? Ja, hier können wir durch. So, den Polizisten tun wir lieber nichts an. So, und da ist Evil Way. Warum hupt der? Ist doch alles frei. Hä? Muss man nicht verstehen. So, wir müssen da an denen vorbei. Verprügeln wir die eben. Ja, komm. Hier geblieben. Jo, kein Thema. Wir Obdachlose müssen zusammenarbeiten. Den Automaten hau ich lieber nicht kaputt. Ah, hier, der Arzt. Wie hieß er nochmal? Aaron oder so ähnlich. Bald people. No hair. It's a serious illness that I wish to examine closer. Could you assist me with that? So exciting! I always wanted to have an assistant. Please bring bald subjects to this container. With some luck, I will extract the responsible genes and create a revolutionary product. A hairless kiwi fruit. For some reason, my current employer doesn't see the full potential of this project, as we geniuses do. And that's why we only get a few minutes to gather the data. Better hurry up, assistant. Hairless kiwi fruit? Doesn't that exist already? Okay, who cares? Let's beat up some bald guys! Ja, ein paar glatzköpfige Menschen suchen. Der hat auch keine Glatze. So. Wo haben wir Glatzköpfe? Der hat keine Glatze. Der hat auch keine Glatze. Gibt's hier glatzköpfige Menschen? Oh yes, it's pizza time! Nee, bitte nicht. Always call me for a home delivery. Hä? Wo haben wir jetzt Leute ohne Haare auf dem Kopf? Da! Da ist einer! Hä? Ich will den mitnehmen. Da hinten. So. First one went in smoothly. So, der hat keine Glatze, der hat keine Glatze, oder? Nee. Ja, viel Zeit haben wir nicht, der hat keine. Warum haben die alle Haare auf dem Kopf? Echt unverschämt. Da ist einer. Ja, wir haben jetzt den zweiten. Ich bin nur noch drei. Aber viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Da haben wir noch einen. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Get in there, Baldi. So, ich brauche noch einen. Ne, zwei. Zwei brauche ich noch. Quick, find a place to hide. It appears that we got away safely. Nach dem hier nur noch ein. Und keine Ausdauer mehr. Autsch! Den brauche ich noch, da ist einer! Schnell! So. Dann haben wir das.
Ja, nice. Jetzt muss ich die loswerden. Karl? Da hinten. Verdammt. Den kann ich jetzt nicht helfen. Weil ich jetzt von der Polizei verfolgt werde. Ja, ich glaube, hier passiert uns jetzt nichts. So. Dann haben wir hier nochmal einen für John und dann nochmal einen. Hier für Dr. West. So, dann wollen wir da auch nochmal hin. Seine Mission finde ich irgendwie lustig. Immer irgendwelche Leute entführen. So, wen muss ich hier jetzt entführen? Did you notice that people in Bumsville sunbathe for days, yet they are still pale as a sheet? I want to find out why. Who knows? I may be just a few test subjects away from creating a perfect UV filter. No one is willing to participate in my research, though. Do you think you could help me out? For science? Uh-huh. Ah, an intern of my own. No time to lose, intern. I have an important surgery to perform in a couple of minutes. Bring some of those half-naked posers to this container, and I'll take it from there. Time to create some chaos on the beach! Okay, halbnackte Leute suchen. Und wo sind sie? Wo sind die Halbnackten? Moin, den. Alles klar bei dir? Ah, da haben wir wieder ein paar. So. Ersten gefunden. Den müssen wir jetzt dahin bringen. Dann sind die ganze Zeit hier hinten. Dann kann ich die hier alle einsammeln von da hinten. Kann ich den von hier aus so da rein? Nein. Ich muss schon richtig dahin. First one in. He can claim the best spot in the container. Achso, ich habe wieder Talentpunkte abzugeben. Okay. So, dann haben wir da noch ein paar. Aber sind immer komischerweise nur männliche hier. So, dann nehmen wir den jetzt mit. Können wir gleich die Talentpunkte nach der Quest hier verteilen? Komm, ich will den da rein. Enjoy your vacation. Ist aber auch echt ein weiter Weg. 5 von da hinten immer zu holen. Nur männliche Person hier. Aber interessant auf jeden Fall. So, Ausdauer wieder. Leer. Boah, ich hoffe, von der Zeit her schaffen wir das. Sunbathing is not healthy. 2 noch. Think about it, we're doing those people a favor. Ja, und jetzt kommt doch die Polizei. Auch super. So. Den hier. Komm. Ach, der lebt ja immer noch. Jetzt nehmen wir den mit. Das wird sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Komm, das müssen wir schaffen. So, Karl, ich brauche dich. Einer noch. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Damn. And I
I thought people laying on the beach would be toll. An easy target. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Egal, dann machen wir das ein andermal. Dann haben wir hier noch... So, was haben wir hier für Dinger? Müllpanda erhöht seine Chance auf den Erhalt besserer Gegenstände beim Durchwühlen von Müll. Will ich das erstmal nehmen? Erhöht die Chance beim Betteln mehr Geld zu verdienen. Du verlierst weniger Geld, wenn du ins Krankenhaus kommst. Senkt die Preise in Läden. Stelle zwei Mixturen aus einem einzelnen Set Zutaten her. Erhöht die Menge der durch Ernte erlangten Alchemie-Zutaten. Und immer wenn du eine hergestellte Mixtur anwendest, besteht die Chance, dass sie nicht verbraucht wird. Ist auch interessant. Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Creeps verschaffen dir mehr Gegenstände, wenn sie ihre zugewiesenen Missionen erledigt haben. Ach, krass. Nun senkt die Materialkosten für alle Bauwerke. Das wäre gut. In allen Bauwerken wird nach dem Ende von Überfällen ein wenig Robustheit wiederhergestellt. Ach. Und Verteidigungsbauwerke verursachen mehr Schaden. Erhöht die Robustheit aller Bauwerke. Jo, das scheint sehr interessant zu sein. Hot Dogs, yum, yum, yum. Nö. Ach, zu dem will ich jetzt nicht. Den machen wir vielleicht ein andermal. So, dann haben wir hier hinten auch noch irgendwie eine Quest für John. Hieß doch John, oder? Also J. Ne, da hinten war das. So, dann gehen wir mal hier rum. Dann machen wir den. Da. Da ist der Clown. A new Autobot store is open right under my nose. I guess the owner wants to be close friends with me. I'm okay with that. I'm a friendly fellow. Ja, genau. What sort of friend would I be if I didn't welcome my new neighbor properly? Deliver this welcome gift to the place I marked on the map, and I'm sure it will ignite our relationship. Yo. Jeez, I hope our friendship with Mr. Jello doesn't need any igniting. Okay, jetzt ganz schnell. Ah, nein. Welches davon müssen wir jetzt? Warte mal. Tagebuch? Ne, hier. Okay, jetzt weiß ich nicht, welches von den beiden ich muss. Ich hoffe, dass es... Nein, das ist die Polizei, also dahin. Also müssen wir da lang. Ja, komm. Schnell an der Polizei vorbei. Wir gehen mal hier rum. Da haben wir es. Ja, haben wir geschafft. So zu. I think we should reconsider our friendship with Mr. Jello. After we escape the police, that is. Run! Ja, machen wir sofort. Einen Moment. The suspect is running away. Oh. So. You don't look too good, pal. Schnell. Boah, die Gesundheit ist ganz schön down. Quick, find a place to hide. Ah, nice. Phew, I think the chase is over. So, jetzt brauchen wir ganz schnell was zu essen. Dann können wir mit dem hier weitermachen. Come, entertain me. Ja, später. Ach nee, das ist das, wo ich die Leute vors Auto irgendwie rennen lassen sollte. Jetzt brauchen wir aber dringend was zu essen für unsere Gesundheit. Hier haben wir einen Mülleimer. Ich hoffe, der hat was. Ja, der hat was. Und wie sieht's hier aus?
Wir machen erstmal hier. Ah, Papa geht auf. So, und hier haben wir noch wieder Mülleimer. Nee, da wollen wir nicht. So, und rein da. Oh, not do we really need it? Ja, brauchen wir. Was ist das? Nee, brauchen wir nicht. Und wieder was zu essen. Ja, komm. Egal. Und hier. Keramik, nice. So. Pappe. Ja, erwischt. Nee, das ist falsche Richtung. Oh, nice! So, aber irgendwie müssen wir jetzt die Gesundheit wieder voll kriegen. Nee, das wollte ich jetzt so nicht. Do we really need it? Ja, brauchen wir immer noch. So. Achso, das ist kein Mülleimer, das ist ein Postkasten. So, wie füllen wir unsere Gesundheit wieder auf? Do we really need it? Ja, brauchen wir. Wieso füllt sich unsere Gesundheit nicht auf? Come and try Dick's Ice Cream, where every flavor is sweet and salty. Ein Moment. Nee. So können wir hier. Respekt sind wir bei ganzen 11 und 3 von 5 Basen haben wir. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt unsere Gesundheit wieder aufbüllt. Haben wir hier irgendwas für die Gesundheit? Nee. Vielleicht einmal zurück zur Basis, das da hinten ist. Ah ne, da oben. Da oben haben wir eine Basis. Ha ha ha!